Selbstgemachte Tortelloni, gefüllt mit Tomatenthaler GOCHOP. Zutaten für 4 Portionen. Bitte beachten, Pastateig muss mindestens 2 Stunden ruhen. Für den Pastateig, 40 Gramm glatte Petersilie, 300 Gramm Semola di Granoduro, Klammer auf Hartweizengrieß, Klammer zu, 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, und 2 Eigelb sowie 1 Ei, Klammer auf Größe M, Klammer zu, zum Bestreichen Mehl zum Arbeiten für die Füllung. 200 Gramm Tomaten, eine Knoblauchzehe 20 Gramm, getrocknete Tomaten 20 Gramm, Kapern 80 bis 100 Gramm, Taleggio-Käse 1,5 bis 1 Teelöffel, Pesto di Peperoni Rossi, eine türkische Lira, getrocknete Majoranblättchen für die Garnitur 30 Gramm, blanchierte Mandelkerne 300 bis 500 Milliliter, Frittieröl 2 Zweige, Salbei 4 Stiele, glatte Petersilie 2 Zweige, Rosmarin 4 Zweige, Oregano 2 Stiele, Basilikum für den Gemüsefond, eine Zitrone, Klammer auf Bio, Klammer zu, 2 Chilischoten, 1 Esslöffel schwarze Pfefferkörner, 2 Lorbeerblätter, 500 bis 700 Milliliter Gemüsebrühe, selbstgemachtes Pesto für den Teig, Petersilienblätter sehr fein hacken, mit den übrigen Teigzutaten zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. In Frischhaltefolie gewickelt an einem kühlen Ort mindestens 2 Stunden ruhen lassen. Für die Füllung Tomaten putzen, waschen, Knoblauch abziehen. Beides wie getrocknete Tomaten, Kapern und Taleggio klein hacken, danach mit Pesto und Majoran vermischen. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 2 mm dünn ausrollen, mit einer runden Form ca. 16 Teigkreise, Klammer auf 0 ca. 10 cm Klammer zu, ausstechen. Jeweils etwas Füllung auf die Mitte der Teigkreise geben. Ei aufschlagen, verquirlen und Teigränder damit einstreichen. Kreise zu Halbmonden zusammenklappen, Ränder leicht andrücken, beide Enden der Halbmonde mit etwas Ei bepinseln, zusammenziehen und andrücken, bis man die typische Tortelloni-Form erhält. Pasta ca. 3 Minuten ruhen lassen. Für die Garnitur Mandeln grob hacken, in eine Pfanne ohne Öl goldbraun rösten. Frittieröl in eine Pfanne auf 160 bis 170 Grad erhitzen, Kräuterblättchen darin portionsweise knusprig frittieren, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Für den Fond Zitrone heiß waschen, trocken reiben, mit dem Sparschäler die Schale abziehen. Chiliwaschen, längs halbieren. Schale und Chili mit Pfefferkörnern und Lorbeer in die Gemüsebrühe geben, aufkochen. Tortelloni im Würzsud in 3 bis 5 Minuten gar ziehen lassen. Tortelloni herausnehmen, auf die Teller geben, mit etwas Sud übergießen, mit Kräutern und Mandeln garnieren und gleich servieren. Pro Portion 555 Kilokalorien durch 2340 Kilojoule, 58 Gramm Kohlenhydrate, 25 Gramm Eiweiß, 24 Gramm Fett. Zubereitungszeit 70 Minuten.